Dämmung muss sein oder nicht? Darum geht es gleich im Video. Dämmung muss sein oder vielleicht nicht überall gleich. Das Thema Dämmung ist ein Riesenthema. Da gibt es verschiedene Bereiche zu beachten. Erstmal gibt es gewisse Mindeststandards, die wir beim Bauen heute in Deutschland einfach einhalten müssen. Die Energieeinsparungsverordnung schreibt genau vor, welche Mindeststandards gewisse Bauteile, also Wände, Fenster, Türen etc. haben müssen, aber auch welchen Gesamtenergiewert ich fürs Haus brauche. Das ist mal so die eine Richtlinie. Das andere ist natürlich, dass wir zwei Aspekte immer in die Waagschale werfen müssen. Das eine ist es ökologisch und das andere ist es ökonomisch. Erstmal zu dem Thema ökonomisch. Das ist relativ simpel zum Berechnen. Ich kann, wenn ich mehr dämme, sozusagen mehr Energie sparen. Was viele Laien nicht wissen, ist, dass eine doppelt so dicke Dämmung, also doppelt so viel Kosten, nicht unbedingt halb so viel Energie bedeutet, sondern diese Kurve nimmt im Quadrat ab. Also, das heißt, die ersten 10 cm spare ich einen gewissen Anteil Energie und wenn ich nochmal 10 cm drauf mache, dann ist es nur noch ein kleiner Teil, den ich spare. Das heißt, irgendwann beißt sich da die Katze in den Schwanz, wie man so schön sagt, und dann macht es auch keinen Sinn mehr, die Dämmung noch dicker zu machen, weil dann sich die Energieeinsparung gegenüber den Kosten nicht mehr rechnet. Also Dämmung muss sein, das ist klar. Und wenn ich das aus dem ökonomischen Gesichtspunkt betrachte, dann muss ich auch mich fragen, wann höre ich damit auf? Das kann man relativ simpel rechnen und mit Modellen sozusagen nachvollziehen, was dann Sinn macht und vor allem, wie lange die Amortisation ist. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie ist das Finanzierungsmodell etc. pp. Das muss da alles mit rein in so eine Berechnung. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist der ökologische Bereich. Da wird es ein bisschen komplexer noch, weil da ist nicht nur das Thema, wie spare ich die Energie, sondern natürlich auch, welchen Dämmstoff verwende ich. Wenn ich jetzt einen Dämmstoff verwende, der in der Herstellung schon so viel Energie verschluckt, ja, zum Beispiel Mineralwolle, die relativ viel Energie braucht, oder die ökologisch bedenklich ist, was die Entsorgung angeht, also alle Schäume, die es da an der Stelle gibt, ja, Polyurethane und diese ganzen Klebstoffe, die da verwendet werden teilweise, dann muss ich natürlich schon das auch mit in die Waagschale werfen. Also Dämmung muss sein, aber wenn ich dann den ökologischen Aspekt im Vordergrund habe, dann muss ich mir auch ganz gut überlegen, welche Dämmstoffe verwende ich an der Stelle. Ja? Sind die biologisch abbaubar? Sind die recycelfähig? Und so weiter und so fort. Auch da gibt es eine ganze Latte von Dingen, die zu beachten sind. Und meistens ist es so eine Kombination aus beiden. Es darf den ökonomischen Rahmen nicht sprengen und sollte auch den ökologischen Gesichtspunkten standhalten. Das ist beides an der Stelle wichtig. Also auch die Qualität der Dämmstoffe. Ja, wenn ich jetzt mit Hanf dämme, dann habe ich andere Kennzahlen, wie wenn ich jetzt mit dem Polystyrol rechne. Das heißt, die Wände werden unter Umständen dicker. Auch das beeinflusst natürlich die Architektur bis hin zum Grundriss, der Grundrissgröße und so weiter und so fort. Sie sehen schon, Dämmung ist ein komplexes Thema. Jetzt mache ich noch eine kleine Baustelle auf. Die Frage ist natürlich, wo dämmen? Natürlich da am besten dämmen, wo die meiste Wärme rausgeht. Wärme steigt nach oben, das heißt, ein Dach muss auf jeden Fall sehr gut gedämmt sein. Und wenn ich jetzt Prioritäten setzen muss und es nicht überall optimal leisten kann, dann fange ich natürlich im Dach an, da wo die meiste Energie verloren geht. Dann kommt die Kellerdecke nach unten, das ist der zweite Punkt. Und als drittes dann entsprechend Fassade und Fenster. Also, Dämmung muss sein, weil, wenn Sie nicht richtig dämmen, haben Sie auch Schwitzwasserthematik, Schimmelbildung, ähnliche Dinge, die da zu beachten sind. Und wie viel Dämmung sein muss, das muss jemand für Sie auch berechnen. Immer auf der Grundlage Ihrer persönlichen Kriterien. Ökologisch, ökonomisch oder beides. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so einen kleinen Rahmen geben, dass Sie Ihre Entscheidungen und Ihre Fragen vielleicht, die Sie an Ihren Fachplan haben, genauer stellen können. Viel Spaß dabei, dämmen Sie Ihr Haus gut!